Hi, willkommen zurück zu Levelment Devlog, der Videoserie, bei dem ich den Plattformer programmieren möchte. In der letzten Episode hatten wir eine Methode entwickelt, mit der wir Rechtecke zeichnen können und haben ein bisschen über Rechtecke gesprochen. Und das werde ich jetzt ganz abschließen. Ich habe gegen Ende noch gezeigt, dass wir ein Problem haben, wenn die Kondition hier kleiner gleich ist. Das heißt, wenn wir den letzten Pixel auch mit rein dazu nehmen in unsere Iteration, das heißt, dass wir tatsächlich von minus 100 bis hier jetzt minus 10 laufen, sehen wir hier, dass wir hier so einen roten Strich haben. Und der rote Strich dürfte aber nicht sichtbar sein von der Art her, wie wir es eigentlich haben möchten, weil das Rechteck komplett außerhalb ist. Also wir haben tatsächlich jetzt ein Rechteck, wenn wir jetzt mal hier rüber gehen. Dem Fall her, den wir rausgekriegt haben, das Rechteck ist komplett außerhalb. Und solche Fälle wollen wir jetzt komplett mal behandeln. Und das geht relativ einfach. Ich schnappe mir mal mein Zeichentablet. So, wir haben jetzt, entweder haben wir den Fall, dass dein Rechteck links außerhalb ist oder rechts außerhalb oder oben. Na, das war oben oder unten. Und es spielt keine Rolle, wo das Rechteck dann hier, also wenn man jetzt, wenn irgendeine Seite hier, wenn es entweder links oder rechts außerhalb ist, dann spielt es keine Rolle, ob das Rechteck innerhalb, also tatsächlich innerhalb von in dieser Linie sich befindet, weil es ist ja außerhalb von der Linie. Daher braucht man das nicht berücksichtigen. Das heißt, wir könnten ganz einfach hergehen und über eine ganz einfache Kondition das entsprechend abfangen, indem man überhaupt die Schleife verarbeiten. So. Das brauche ich jetzt auch groß gar nicht erklären. Das ist nämlich relativ einfach zu erklären. Wenn unser Minimum, unser Maximum von unserem Rechteck kleiner als das Minimum von unserem Frame Buffer ist, also kleiner 0, dann brauchen wir das Rechteck nicht zu zeichnen. Umgekehrt, wenn unser Minimum von unserem Rechteck größer ist als die Breite minus 1 von unserem Frame Buffer, brauchen wir es ebenfalls nicht zu zeichnen. Umgekehrt ist es genauso auch für die Höhe. Also ist es einfach nur eine ganz einfache Kondition, die wir machen, bevor wir den Bereich, die Koordinaten min x und min y, max x und max y in den Bereich zwischen 0 und width minus 1 und height minus 1 bringen, sondern ebenfalls genau hier. Das können wir jetzt mit einer mathematischen Formel leider nicht lösen. Da müssen wir tatsächlich eine Kondition machen. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Also, wenn wir jetzt, wenn unser Minimum, unser Maximum x kleiner als 0 ist, dann soll wir einfach das Ding nicht zeichnen. Und ich mache jetzt ganz einfach das mit Return. Oder wollen wir Return machen? Nee, wir sagen, wir machen nicht Return, wir negieren das Ganze. Und sobald hier dieser Fall nicht eintritt, also dass das Rechteck außerhalb ist, zeichnen wir unser Rechteck, ansonsten nicht. So. Oder unser Minimum x ist größer als width minus 1. Wissen wir ebenfalls dann. Und das gleiche jetzt natürlich noch für y. Wenn max y kleiner 0 oder min y kleiner als, größer als height minus 1 ist. Das ist alles, was wir hier brauchen, um die Toric-Methode abzuschließen. Jetzt werden wir hier mal noch einen Kommentar machen. Kommentar richtiges Min-Max aus Argumenten extrahieren.
Und hier nur Rechtecke zeichnen, die innerhalb die unser Framebuffer schneiden. Also wir wollen nicht, dass ein Rechteck komplett innen drin ist, sondern wir wollen, dass es schneiden kann auf jeden Fall, damit wir unsere Clipping-Operation hier durchführen können. Und das lasse ich jetzt auch mal im englischen Begriff. Clip Rechteck auf den sichtbaren oder Schränke Rechteck. Machen wir es auf Deutsch. Rechteck auf den sichtbaren Bereich einschränken. So. Ganz einfach und hier Pixel für Rechteck füllen. Wobei, das ist eigentlich selbsterklärend, das können wir uns eigentlich sparen. Tun wir. So. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir jetzt hier keinen roten Strich mehr. Erst wenn ich jetzt hergehe und sage, die Koordinate hier beginnt jetzt zum Beispiel bei 10. Also das ist ja unser Minimum, das ist unser Maximum. Dann sehen wir wieder ein Rechteck. Das heißt, wir haben einfach nur eine Clip-Operation gemacht. Keine Clip-Operation, sondern eine Kondition. Und die ist auch vollkommen legitim. Und die ist auch ziemlich schnell, weil das eine Oder-Operation ist. Wir müssen nicht gucken hier mit und. Weil sobald eins hier außerhalb ist, dann spielt es keine Rolle, was bei den anderen ist. Und dann können wir das einfach berücksichtigen, ignorieren. So. So weit, so gut. Also jetzt haben wir eine Möglichkeit, Rechtecke zu zeichnen und es funktioniert. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist, ich möchte jetzt das Rechteck mal bewegen, indem wir abfangen, welche Tasten denn nun gedrückt werden. Und ich mache das nach folgendem Schema. Zuallererst, ich werde eine Variable, ein Feld definieren, mit dem ich mir alle aktuellen gedrückten Tasten merke, die vorinitialisiert sind auf einem bestimmten Standardwert, wo dann mir sagt, die Taste ist nicht gedrückt. Und wenn ein Eintrag von der Taste einen bestimmten Wert hat, zum Beispiel 1 oder True, wenn es jetzt ein Boolean ist, dann weiß ich, okay, die Taste wird gerade gedrückt gehalten. Aber ich weiß noch nicht, dass die Taste im vorigen Frame gedrückt wurde und im nächsten Frame losgelassen wurde. Das ist eine Sache, die berücksichtige ich jetzt noch nicht absichtlich, weil ich es einfach noch nicht brauche. Mir reicht es vollkommen, wenn ich einfach nur den sogenannten Status habe, ob eine Taste gedrückt ist oder nicht. Unabhängig davon, ob es jetzt in diesem Frame war oder im nächsten Frame. So. Und wie kann man denn überhaupt Tasten abfragen? Das ist relativ einfach, nämlich unser Canvas-Objekt oder unser Frame-Objekt bietet einem die Möglichkeit, einen sogenannten Key-Listener zu implementieren oder anzugeben, was er hinzuzufügen tatsächlich. Und der Key-Listener wird dann aufgerufen, wenn vom Betriebssystem die entsprechende Message, ihr erinnert euch, Message, wenn wir hier wieder hochscrollen, dieses Gedöns hier mit Mouse Move und so. Hier gibt es dann entsprechend auch Key Down. Können wir auch dazu schreiben. Gehört zwar nicht zur Episode, sondern Key Up und Down entsprechend. Das sind die Messages, die uns jetzt interessieren. Die Messages direkt müssen wir aber nicht verarbeiten, das macht das Betriebssystem. Das Betriebssystem schickt dann eine Nachricht und AWT fängt diese ab und leitet diese dann, löst dann die ganzen Keylisten für unsere Frames oder halt also für alle Komponenten, die einen Keylisten haben, aus. So, wo möchten wir unsere Keyliste haben? Da wir auf unser Canvas zeichnen und das tatsächlich eigentlich am Ende den aktuellen Fokus enthalten soll, werden wir das ins Canvas machen. Das heißt, wir werden hier Canvas add Zeichentablet weg. Das nervt mich, wenn ich versuche, was zu schreiben und es liegt mir mitten im Weg. Add Keylistener und der Keylistener vorerst hänge ich den jetzt einfach mal direkt in die Klasse.
Das heißt, wir müssen jetzt den Keylistener implementieren und das können wir machen, indem wir Eclipse das für uns machen lassen, indem wir sagen let leverman implement keylistener und dann sehen wir hier oben implements keylistener und dann erwartet nur noch die Klasse, dass man die Methoden entsprechend implementiert. Das habe ich ebenfalls hier mit dem Quickfix gemacht. Die wurden hier unten generiert, dann schiebe ich die jetzt mal hier rein. Lösch mal diese automatischen Kommentare raus. Habe ich noch nie gebraucht. Und jetzt definieren wir jetzt ein Feld. Ich sage jetzt mal int. Wobei, ich würde sagen, Boolean reicht tatsächlich. Boolean ist relativ einfach dann. Wir nehmen Boolean und nennen das KeyState. Und wenn wir so eine typische Tastatur haben, haben wir 128 Tasten in der Regel, vielleicht sogar mal ein bisschen mehr, je nach Sondertasten. Uns interessieren die aber überhaupt nicht. Das heißt, eigentlich reicht es vollkommen aus, einen Keystep von 128 Tasten zu haben. Warum 128 Tasten? Ja, ist ganz einfach, wenn man mal hier ASCII googeln und wir suchen uns mal eine nette ASCII-Tabelle aus. Ach, das ist die schlechteste ASCII-Tabelle seit langem. Aber ja, sie erfüllt den Zweck. Wir haben hier Zahlen von 0 bis 0 bis 32. Die sind teils interessant. Interessant wird es eigentlich erst ab hier, also ab 48. Da bekommen dann zuallererst mal die Zahlentasten. Weiter geht's dann. Wir bekommen dann hier ab 65, also das sind Dezimalcodes, die wir dann entsprechend vom Keylisten bekommen. Da beginnen dann die großgeschriebenen Tasten und die kleingeschriebenen Tasten beginnen dann bei 61. Wichtig ist, Groß- und Kleinschreibung wird in Keylisten ein bisschen anders behandelt. Das werde ich aber jetzt mal nicht erwähnen. Das ist einfach nur, wenn wir es brauchen, also wenn wir tatsächlich Unterscheidung brauchen zwischen Groß- und Kleinschreibung, dann werde ich darauf zurückkommen, aber ansonsten will ich jetzt einfach mal sagen, uns interessiert tatsächlich nur der entsprechende Bereich, wobei mich tatsächlich eigentlich nur WSAD, also die typische Ego-Shooter-Steuerung, interessiert. Und eventuell interessiert mich später noch der Tastaturcode für Space. So. Oder vielleicht nur andere Tasten. Die restlichen Dinger hier interessieren mich eigentlich nicht wirklich. Backspace könnte vielleicht irgendwann mal interessant sein für Level Editor später. Brauche ich aber jetzt auch nicht wirklich. Escape, ja, eventuell auch, weiß ich nicht. Und der Rest ist komplett uninteressant. So. Deshalb wissen wir von vornherein, wir brauchen eigentlich nur maximal 128 States. Wir müssen aber auch die anderen States mit abfangen, dass wenn aus irgendwelchen Gründen die in den Keylisten reinlaufen, was eigentlich nicht passieren sollte, außer jetzt natürlich irgendjemand drückt Backspace und Co., liegt aber da halt trotzdem in dem Bereich. Das heißt, wir müssen die trotzdem mit einschließen, auch wenn wir es nicht benutzen. Ist jetzt nicht so schlimm. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Speicherbereich von 0 und 127 sind dann einfach 128. Die restlichen unten drunter sind irgendwelche Sonderdinge, die man nur über ganz, ganz spezielle Tastenkombinationen wie Alt 0169 oder sowas, mit dem man dann entsprechend solche Zeichen generieren kann. 0169 war, glaube ich, dieses Zeichen. Also wenn man die Alt-Taste gedrückt und tippt dann den entsprechenden Dezimalcode, kriegt man dann auch entsprechendes Zeichen, müsste dann also theoretisch dieses Zeichen sein. Bin mir aber nicht sicher, ich habe da schon so viele Jahre nichts damit gemacht und interessiert uns nicht. Also der Part interessiert uns nicht, deswegen brauchen wir auch niemals 255 States. Es reicht vollkommen 128 zu haben. Also machen wir das mal. Erzeugen wir einen Array mit 128. Fast hätte ich 256 gemacht. Und wir wissen von Java, ein Array, was initialisiert wird, erzeugt wird mit einer bestimmten Anzahl Einträge, ist vorinitialisiert auf einen sinnvollen Standardwert. Also Boolean ist zum Beispiel immer false, int ist zum Beispiel immer null und Objekte sind zum Beispiel immer null.
Also ziemlich ganz brauchbare Standardwerte. So, unseren Key State können wir jetzt nehmen und jetzt einfach schlichtweg mal setzen. Wir tun die Argumente hier mal in E umbenennen, E für Event, kurze Abkürzung. Und das erste Event, was uns interessiert, was über einen Keylisten reinkommt, ist Key Pressed. Key Pressed wird aufgerufen, wenn eine Taste gedrückt gehalten wird. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Taste bereits gedrückt ist oder noch nicht gedrückt ist. Dementsprechend können wir einfach ganz schlichtweg hergehen und sagen, hey, Key State, und jetzt wollen wir eine bestimmte Taste einfach setzen. E, was gibt es denn hier? Es gibt Get Key Code, es gibt Key Char. Char interessiert uns nicht, wir wollen Get Key Code. Das liefert dann entsprechenden ASCII Code zurück für unsere gedrückte Taste. Und wir machen hier nichts anderes, als einfach nur zu sagen, hey, Key State für den Key Code wird true. Das gleiche kopieren wir jetzt einfach mal die Zeile und packen wir in Key Released rein. Key Released wird ebenfalls aufgerufen, ebenfalls wird aufgerufen, wenn irgendeine Taste losgelassen wird. Eine Taste, die aber bereits gedrückt wurde. Das heißt, Java bzw. AWT hat schon gewusst, die Taste ist gedrückt geworden und ist aber jetzt losgelassen worden. Und das ist dann entsprechend setzen wir einfach fort. Das ist im Grunde fast alles, was wir brauchen, um jetzt einfach ganz, ganz einfach mit Tasten zu arbeiten. Der nächste Schritt, wir bauen uns eine ganz, ganz klitzekleine Hilfsfunktion, die heißt isKeyDown. Da geben wir einen Keycode als Argument mit und wenn wir einen KeyState haben, wo der Keycode schlichtweg true ist, wir machen hier auch keine Sicherheitsabfrage, dass wenn der Keycode außerhalb unseres Speicherbereichs liegt, das ist nicht notwendig. Wir gehen davon aus, dass wir wissen, was wir tun. Da können wir dann entsprechend reagieren. So, wie kriegen wir jetzt die entsprechenden Tasten raus? Ich hatte es ja hier, habe ja hier ein Bild aufgezeigt, eine ASCII-Tabelle. Wir können entweder hier nehmen, den Keycode hier für 87 für W. Machen wir einfach mal. Und gehen wir mal, wo tun wir das machen? Das tun wir bevor Render Game machen. Das ist ein ganz netter Strich. Das heißt, wir sagen, wenn ist Key Down. Was habe ich gesagt für eine Taste? 87. Dann ist W gedrückt. Und dann machen wir irgendwas. Gegenfalls als Gegenargument, else, wenn wir nicht 87 drücken, sondern es ist 83. Wenn wir 83 drücken, dann ist S gedrückt, dann machen wir auch irgendwas. So, das reicht erstmal fürs Erste. So. Als Allernächstes gefällt mir das die Stelle, wo das jetzt ist, überhaupt nicht. Deswegen werde ich jetzt mal eine Methode machen, die nenne ich Update Game. Und die ist im Grunde genau das, was es von der Logik her macht. Es aktualisiert die Spiellogik. Das heißt, es soll getrennt von dieser Gesamtschleife sein. So, das, was wir jetzt machen, ist jetzt relativ naiv, weil ja, ist erstmal noch nicht wichtig, warum das jetzt naiv ist. Das erkläre ich dann, wenn wir es brauchen. So, der nächste Schritt, wir müssen jetzt mal irgendwie mal eine Variable deklarieren. Die nenne ich jetzt zum Beispiel POSY. Und wir machen noch eine Variable, ganz nett, POSX. Oder erst x und dann y ist initialisiert auf 0. Wir wissen es ja. Java macht ja sowas. Für einfache Datentypen, ja, tut er die vorinitialisieren auf einen sinnvollen Wert. Wenn das jetzt hier aber Integer ist, was die Klassenvariante davon ist, mit dem wir dann auch zum Beispiel Strings in Integer konvertieren können und so Zeug. Hier würde das auf entsprechend null sein, meine ich. Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, es ist null. Es ist aber uninteressant, weil wir uns interessieren jetzt gerade nur die Standarddatentypen hier wie int. So. Dann wollen wir jetzt unsere DrawRect-Funktion ein bisschen erweitern. Wir wollen unser Minimum bei dem POSX starten und unser Maximum ebenfalls bei POSX starten.
Bei dem Maximum allerdings wollen wir einfach eine Breite jetzt angeben. Beginnen bei POSIX, damit wir auch bei einem Maxix rauskommen. Wir sagen jetzt einfach mal, die Breite ist 100 und das gleiche auch für Y. Nichts Großartiges. So, wenn wir das jetzt ausführen, haben wir jetzt hier irgendwo ein Rechteck, was hier oben rumschimmelt, hier oben links. Und jetzt können wir hergehen tatsächlich und zum Beispiel die Positionstaste, wenn wir W drücken, wollen wir nach oben gehen. Und wir sind gerade in einem, in dem Bitmap-Koordinatensystem, wo der Nullpunkt hier oben ist, also oben links. Und wenn wir jetzt nach oben wollen, müssen wir negativ y nach oben. Und wenn wir nach unten wollen, müssen wir positiv y nach unten. Also das heißt, wenn wir W drücken, wollen wir nach oben. Also wir machen Post Y minus gleich, sagen wir mal 5. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 1. Bewegt sich langsam. Und hier unten machen wir dann entsprechend positiv. So, jetzt probieren wir das aus. Wir drücken nach unten. Unser Rechteck bewegt sich nach unten. Wir drücken nach oben, also W. Unser Rechteck bewegt sich nach oben. Und wir haben eine relativ, ja, smoother Animation, würde ich sagen. Das ist ja nicht mal eine Animation, sondern wir bewegen einfach nur das Rechteck Frame für Frame. So, erweitern wir das Ganze jetzt mal noch um für rechts und links, indem wir sagen, A ist links, 41 und 44, also 41 und 44, das ist dann POSIX, A gedrückt, D gedrückt. Und wenn wir jetzt, na, warum kommt er, ach, 65, ich habe den Hexwert genommen. Ach, 68. Ich habe mich schon gewundert, weil ich habe schon ein paar Mal damit rum experimentiert und ja, so wundervoll. Jetzt haben wir ein bewegendes Rechteck, aber es bewegt sich ein bisschen langsam. Also beschleunigen wir das, machen wir mal 4. So. Und das andere sollte natürlich auch 4 sein. So. Wir können also jetzt ein Rechteck bewegen. Super. Spitze. Eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt, ist das, was ich schon am Anfang gesagt habe, wo ich gesagt habe, unser Rechteck beginnt hier oben. Wenn wir das starten, ist unser Nullpunkt hier oben. Und wenn wir nach oben drücken, bewegen wir uns nach oben. Wenn wir nach unten drücken, bewegen wir uns nach unten. Also wenn wir nach oben drücken, ziehen wir Y ab. Und wenn wir nach unten wollen, addieren wir Y. So. Und das ist für einen mathematisches Koordinatensystem, wie wir es eigentlich brauchen, eigentlich doof. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Eigentlich ist einem mathematischen Koordinatensystem, oder beziehungsweise nicht mathematisch, sondern man nennt es kartesisches Koordinatensystem. Lass mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, das kann ich noch erklären. Das werden wir hoffentlich neu implementieren. Wir sind in Episode 5 und wir möchten jetzt KT. Das ist wahrscheinlich falsch geschrieben, aber auch nicht so schlimm. Koordinaten, System. Und was wir gerade aktuell haben, ist ein Koordinatensystem, was hier oben anfängt, geht dann bei x in diese Richtung positiv, wenn wir nach rechts wollen. Und wenn wir nach unten wollen, geht es ebenfalls positiv nach unten. Das heißt, das ist hier unser Nullpunkt, unser Ursprung sozusagen. Wir wollen aber eigentlich in ein normales kartesisches Koordinatensystem arbeitet nicht so, sondern es arbeitet andersrum. Wenn wir nach oben wollen, muss y positiv sein, nicht negativ. Wenn wir nach rechts wollen, bleibt es gleich, x positiv. Y ist hier negativ, positiv, was falsch ist. Wenn wir aber nach oben wollen, hier in dem Fall muss Y negativ werden und das ist doof. Wenn wir nach unten wollen, soll Y negativ werden. Das heißt, wir wollen eigentlich nur unseren Ursprung hier hinschieben,
Und jegliche Koordinaten, die wir hier reingeben an Y-Koordinaten, spielt keine Rolle, woher diese kommen, sollen immer so transformiert werden, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Y-Koordinate haben und beginnen jetzt unser Rechteck zu zeichnen, soll es nicht hier anfangen, sondern es soll tatsächlich hier anfangen und dann unser Rechteck so zeichnen. Das heißt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen auf jeden Fall den Teil. Das ist dann das hier. Das wollen wir auf jeden Fall. So, wie erreichen wir das? Das ist relativ einfach. Wir haben es ja schon gemacht. Wir haben ja die Indexumrechnung eingebaut für unsere Rechteckzeichenmethode. Und da ich weiß, da wir diese Zeile hier, diese zwei Zeilen mehrfach verwenden werden in Zukunft, weil wir nicht nur Rechtecke zeichnen, sondern wir noch andere Sachen zeichnen, wie Linien und Kreise zum Beispiel und Bitmaps bzw. Texturen. Deswegen benötigen wir das jetzt mal als eine zentrale Funktion. Wir könnten jetzt hergehen und tatsächlich mal die Refactoring-Funktion nehmen von Eclipse und sagen Extract Method. Und sagen hier, ja, Color ist gut und nennen das jetzt halt Set Pixel. So, die Reihenfolge von den Koordinaten gefällt mir jetzt nicht wirklich. Dementsprechend können wir das auch einfach hochschieben. XY Color, super, klicken auf OK. Zack, ja, Terminate muss nicht laufen. Was hat er jetzt gemacht? Er hat eine nette Funktion gebastelt und hat den Index da drin berechnet und setzt den Framebuffer. Und überall, wo das jetzt verwendet wurde, tatsächlich nur da drinne, wurde es einfach ersetzt durch SetPixel. Und das ist alles, was ich jetzt erstmal mache für das Rechteckgedöns. So, was habe ich gesagt? Wir wollen unseren Nullpunkt hier runterbringen. Das heißt, der erste Schritt ist, bringe den Nullpunkt nach unten. Das heißt, jegliche Koordinaten, die wir hier reingeben, schieben wir jetzt einfach mal nach unten. Und wir wissen, der untere Punkt ist auf jeden Fall immer Höhe minus 1. Also machen wir hier nicht mehr Y, sondern wir machen Höhe minus 1. Wichtig ist aber, wenn wir jetzt das hier angucken, wie wir das jetzt machen müssen. Wenn wir wieder dieses Beispiel machen, wo wir jetzt unser Rechteck, nehmen wir mal eine Zahl, 10 in Y, beginnen wir hier. Und wenn wir das jetzt umdrehen wollen, dass Y hier anfängt, soll hier hier 10 positiv sein. Also wir wollen aber die Angabe von Min-Max, wo 10 drin steht, überhaupt nicht verändern. Wir wollen nur das Rendering verändern, sodass auf jeden Fall der Pixel, der gesetzt wird, auf diese Koordinate gesetzt wird. Und wir wissen ja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Wir haben jetzt die Höhe. Wir beginnen jetzt immer bei Höhe minus 1. Und wenn wir jetzt zu 10 wollen, ist es nicht mehr 10, sondern ist es ist tatsächlich Höhe minus 1. Minus 10, also ist unsere Formel tatsächlich Höhe minus 1 minus y. Und das ist alles, um das nach hier zu transformieren. Das sind zwei Subtraktionen. Höhe minus 1 kann man tatsächlich sogar schon vorberechnen, wenn man es möchte, aber ist eigentlich relativ schnuppe. Und hier macht man einfach nichts anderes als zack. Und das führen wir jetzt aus. Und wichtig ist, dass es jetzt einfach out of the box funktioniert. Wenn ich jetzt nach unten drücke, gehe ich nach oben. Wenn ich jetzt nach oben drücke, gehe ich nach unten. Das heißt, die sind jetzt einfach getauscht. Rechts, links bleibt gleich. Das heißt, wenn wir jetzt hier unser Y-Part einfach umdrehen, heißt, wenn wir nach W drücken, gehen wir nach oben, S nach unten, haben wir tatsächlich mit WSAD eine korrekte Steuerung unseres Rechtecks in einem normalen kartesischen Koordinatensystem. Und das ist schon mal die erste Basis, wo wir dran arbeiten können. Allerdings haben wir noch ein kleines Problem. Und da müssen wir erstmal herausfinden, wie wir das lösen. Ich bin letztens drauf gestolpert. In der Regel ist das Problem nicht wirklich relevant, wenn man jetzt eine Vollbildanwendung hat. Da wir aber hier jetzt gerade ein Fenster haben, ist das jetzt ein bisschen blöde. Warum ist das blöde?
worüber rede ich denn eigentlich gerade? Wir haben ein Fenster. Wir bewegen das jetzt. Nehmen wir an, ich halte jetzt die Taste D gedrückt. Klicke mit meiner Maus aus dem Fenster, lass D los. Unser Rechteck verschwindet aus dem Fenster, obwohl es eigentlich nicht mehr gedrückt ist. Woran liegt es? Unser Key State ist einfach nicht mehr zurückgesetzt worden und wir müssten jetzt erst wieder A drücken und loslassen, damit jetzt A, D drücken und loslassen, damit der Key State zurückgesetzt wird. So. Wir brauchen jetzt halt irgendwie eine Möglichkeit zu erkennen, wann wir dieses Fenster verlassen. Und dann müssen wir den letzten alle Key States tatsächlich einfach nur zurücksetzen auf False. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Key States aktiv bleiben, wenn wir aus dem Fenster gehen. Doof ist natürlich, wenn wir jetzt die Taste gedrückt halten und gehen raus und gehen wieder rein, würde ich jetzt einfach mal sagen, erwarten wir nicht, dass es dann funktioniert, dass es dann weiter gedrückt wird, sondern man muss es dann halt nochmal drücken. Das ist dann halt ein Fall, der ist halt nicht so schee, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde mir jetzt mal was überlegen für die nächste Episode, ein bisschen rumprobieren, was ich machen kann, damit dieses Problem nicht mehr auftritt für eine Fensteranwendung. Wie gesagt, für eine Vollbildanwendung ist das nicht relevant, weil in einer Vollbildanwendung kann der Mauscursor eigentlich nicht wirklich rauskommen, mit Ausnahme von ihr macht Alt-Tab, was dann den Fokus von dem Fenster in einen anderen Fokus macht. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Alt-Tab macht, habt jetzt einen Fokus hier auf den Browser hergesetzt, dass wir wieder schließen können, braucht man nicht wirklich. Und dadurch verliert das Fenster den Fokus. Und es gibt tatsächlich eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Fenster den Fokus verloren hat oder nicht. In dem Fall aber, wenn wir hier rausgehen und klicken raus, verliert das Fenster leider nicht den Fokus. Beziehungsweise, ja, es verliert schon den Fokus tatsächlich, ist richtig. Doch, es verliert den Fokus, sehen wir ja allein schon, dass das Fenster hier so blau bleibt. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, drücken hoch und klicken mit der Maus auf die Titelleiste, haben aber die Taste schon losgelassen, haben wir den gleichen Effekt. Und ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, den Fall abzufangen. Daher würde ich jetzt mal sagen, darf einfach nicht passieren. Jetzt schaffe ich es nicht mal mehr, das Rechteck runterzubringen. So. Ja, stimmt, weil D nicht zurückgesetzt ist und ich habe nur noch unten gedrückt. So. Das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei Probleme. Wenn wir den Fokus verlieren, sollen wir die Key States zurücksetzen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, was wir machen können. Wir könnten uns die Key States einfach merken und nur die, die verändert wurden, auf False setzen. Aber ich sage jetzt einfach mal ganz stur, wir setzen einfach alle False. Fertig. Dann sind sie alle nicht gedrückt und dadurch haben wir das Problem nicht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt nur in der Folge schaffen. Nee, schaffen wir nicht. Werden wir aber in der nächsten Folge dann machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall was geschafft. Wir haben Rechteck, wir haben kartesisches Koordinatensystem. Rechteck wird nur gezeichnet, wenn es innerhalb unser, also wenn es zumindest abgeschnitten werden kann. Und wir haben aber jetzt auf jeden Fall noch ein Problem mit den Tasten, was wir noch im Griff kriegen müssen. Können wir dann in der nächsten Folge machen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.